Herr Präsident der Versammlung der WHO, Herr Generalsekretär der Vereinten Nationen, meine Damen und Herren Regierungs- und Staatschefs, Herr Generaldirektor der WHO. Ich darf mich dafür bedanken, dass ich mit Ihnen zusammen diese 77. Versammlung der WHO-Versammlung eröffnen kann. Das ist sicherlich eine der wichtigsten Zusammentreffen der WHO überhaupt. Es muss ein Moment der Einheit und der Solidarität sein, aber auch ein Moment des Handelns angesichts dieser noch nie dagewesenen weltweiten Krise. Erinnern wir uns daran, was zur Gründung der WHO im Jahre 1948 geführt hat. Es ging ja darum, den Menschen eine bessere Gesundheit zu ermöglichen. Und erinnern wir uns an die Fortschritte, die wir gemeinsam gemacht haben mit der WHO und alle Akteure. Also die Lebenserwartung ist gesteigert worden, Kindersterblichkeit wurde reduziert, tödliche Krankheiten, die Pocken wurden ausgerottet dank weltweiter Bemühungen, Kampf gegen HIV, Sumpffieber und nur einige schwere Krankheiten zu nennen. Die Covid-19-Pandemie hat unsere Leben völlig auf den Kopf gestellt. Unsere Gesellschaft, die Wirtschaft wurde angehalten und hat auch gezeigt, wie verletzlich wir alle sind und hat uns auch daran erinnert, welchen Wert die menschliche Gesundheit hat und diejenigen, die sich darum kümmern. Und ich bedanke mich bei allen, den Pflegekräften, den Hebammen, den Pflegern, alle, die vor Ort sind, teilweise ihr Leben einsetzen. Wenn wir zum Beispiel auch nach Afghanistan schauen, wo eine Hebamme vor einigen Tagen ums Leben gekommen ist, beziehungsweise auch eine schwangere Ärztin. Also, alle Länder haben den Mut, hier anzugehen. Ich sage aber auch, wir haben nicht das Recht, uns zu spalten. Wir alle haben die Pflicht, effizient zu arbeiten. Das Einzige, was zählt, ist, dieser Pandemie ein Ende zu setzen. Und jeder von uns hält einen Teil der Lösung in den Händen. Die Staaten, internationale Organisationen, Zivilgesellschaft, Pharmaindustrie, Entwicklungsbanken und die Bürger. Nur wenn wir alle unsere Anstrengungen bündeln, werden wir der Pandemie ein Ende setzen. Wir brauchen die WHO. Sie spielt eine unerlässliche Rolle, wenn es um Koordinierung geht und sie verfügt über Wissen vor Ort. Wir brauchen eine starke WHO angesichts von Covid-19. Und die WHO, das sind wir, die Mitgliedstaaten. Es hängt also von uns ab, der WHO zu ermöglichen, ihr zukommende Rolle auf internationale Ebene zu spielen. Deshalb hat Frankreich vor einigen Tagen gesprochen, unseren finanziellen Beitrag zur WHO erheblich aufzustocken. Neben der WHO und zusammen mit unseren europäischen Partnern und allen weltweiten Akteuren, wir haben die Initiative ACT A ins Leben gerufen, um die Forschung zu unterstützen, die Entwicklung zu beschleunigen, damit es einen weltweiten Zugang zur Bekämpfung dieser Pandemie gibt. Natürlich wäre ein Impfstoff das beste Mittel, aber das muss dann ein weltweites Gut sein, an dem alle teilhaben dürfen. Ist eine Frage der Effektivität. Die Krankheit ist vielleicht die Realität von einigen wenigen, aber sie berührt uns alle. Und wir müssen hier entsprechend zusammenarbeiten und auch eine finanzielle Unterstützung gewähren. Europa verpflichtet sich im internationalen Kampf gegen die Pandemie. Am 4. Mai hat ja die Geberkonferenz, die von der EU-Kommission organisiert wurde, 7,4 Milliarden Euro an Spendengeldern zusammengebracht. Und die WHO-Versammlung tagt jetzt und sie bekräftigt ihre Unterstützung für ein weltweites Vorgehen, für eine Stärkung der Warnmechanismen, eine Stärkung der Forschung unter Wahrung der Transparenz und im Geiste der Kooperation wollen wir die Krise lösen und daraus
daraus die Lehren ziehen, um ihr besser entgegentreten zu können. Wir müssen ganz entschieden uns anschauen, was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat beim internationalen Umgang mit der Krise. Und wir haben die Chance, eine einheitliche Antwort auf die Pandemie zu finden, ohne Selbstgefälligkeit, aber auch nicht mit Vorwürfen.